Am 1. November 1882 wurde der Name Theodor Hirneis als Hofküchenbeleve in die Personalakte des königlich bayerischen Obersthofmarschallstabes eingetragen. 4 Jahre lang gehörte ich der Hofhaltung eines ungewöhnlichen Königs an. Die Küchenjungen am bayerischen Hof waren sehr gut behandelt, gut gehalten und wurden sorgfältig ausgebildet, denn wir sollten ja später mal die pensionierten Mundköche ersetzen. Die Verpflegung war reichlich. Jeder von uns erhielt täglich ein Stück Fleisch und natürlich alles, was dazugehörte, und durfte sich das an einem eigenen Platz an dem großen Kochherd selber kochen. Gar nicht so schlecht für die damalige Zeit war die Barentschädigung. In Loco, das heißt am festen Ort wie München, erhielten wir im Tag 1,40 Mark und auf den Partien, und der König war ja oft monatelang unterwegs wie Jagdhütten oder hier in Linderhof, da waren es dann schon 2,16 Mark. Ja, das war doch nicht schlecht. Wenn man bedenkt, ein Ei hat einen Pfennig kostet. Die Unterkunft war auch frei. Und sehr viel Gelegenheit für Geldausgaben haben wir ja hier im Schloss sowieso nicht gehabt. So dass ich am Ende eines Jahres immer eine ganz schöne Summe gespart hatte. Ich habe vom ersten Tag an gespart. Man will es ja später zu was bringen. Ich habe auch bald meinen freiwilligen einjährigen Examen gemacht und auch bestanden. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott. Herr Müller, grüß Gott. Ja, nicht ganz so gut wie mit der Verpflegung und der Entlohnung, was mit der Unterkunft bestellt. In der Münchner Residenz waren unsere Zimmer über dem jetzigen Herkulessaal unter dem damaligen Wintergarten. Dieser Wintergarten war eine ganz besondere Schöpfung des Königs, ein Ungetüm von Riesenausmaßen. Er benötigte große, schwere Eisenkonstruktionen und feste Wasserbassins und lebende Büsche und Palmen, vor allem Palmen. Der König liebte Palmen. Und die dazugehörigen Erdmassen. Das Ganze hatte ein Riesengewicht, so dass es nach dem Tod des Königs wieder entfernt werden musste, weil die Mauern nicht dafür gebaut waren, so sagte man. Als wir unsere Zimmer da hatten, war jedenfalls der Wintergarten noch im vollen Betrieb. Unsere Betten, die standen ausgerechnet unter dem See, den der König für seine Gondelfahrten benutzt hat. Und irgendwie muss der See ein Loch gehabt haben, denn es tropfte da und auf uns runter, so dass wir nur mit dem aufgespannten Regenschirm ins Bett gegangen sind. Natürlich, wenn wir dem Obersthofmeister den Schaden gemeldet hätten, dann wäre dieser Schaden sicher behoben worden. Vielleicht. Aber unser Küchenjungenmut, der reichte halt damals nicht aus. So blieb es beim Schirm. Das ist die Schlossküche. Die Grundlage der bayerischen Hofküche war, ganz im Gegensatz zum Berliner Hof, der mehr die englisch-deutsche Kost bevorzugte, die französische Gastronomie. Und ich glaube, dass sich die Küche der Münchner Residenz, der berühmten Vorbilder der Küche Napoleons, Bernard und Dubois, und des Werks Brillant Savarin nicht zu stemmen brauchte.
Der ist noch aus dem lila Kabinett. Die Reichhaltigkeit der Speisen, ihre erlesenen Zutaten, waren ein Stolz der Küche seiner Majestät. Bei den großen Hoftafeln wurde nicht gespart an Gänseleberpasteten, Austern aus Weizdippel, die gibt's halt gar nicht mehr, Kurländer Rehkröten, Bolognese Mastenten. Schildkrötenfleisch, Langusten. Das ist ein Réchaud von damals noch. Ja, bald nach der Einweisung kam dann die Warenkunde. Ich lernte die Schränke und Behältnisse kennen, ihre Inhalte, den Unterschied zwischen Korinthen, Sultaninnen, Weinbergen. Die mussten immer sehr sorgfältig gewaschen werden und auf kleine Steinchen untersucht werden, genauso wie die Bohnen und die Erbsen. Hast du das verstanden, wurde ich gefragt. Ich habe gesagt, ja, so, da zeige, was du kannst. Ja, dann haben sie mir von Salz gegeben. Das habe ich dann natürlich auch ins lauwarme Wasser geschüttet. Aber nicht nur, dass ich keine Steinchen gefunden habe, es war aber kein Salz mehr da. Ja, über solche Niederlagen hat mich dann die Aussicht hinweggetröstet, dass ich mit meinen Nachfolgern auch so verfahren werde. Und ich blieb bei der Devise, als Lehrling verlacht, als Meister geacht. Linderhof. Es ist draußen stockdunkle Nacht, aber das Schloss ist hell erleuchtet. Der König kommt. Aus allen Fenstern strahlen die Kerzen in die Nacht hinaus. Und da sieht man ja schon den Spitzenreiter mit der Laterne. Dann kommen die Schwolleschäs in die Paradeuniformen und gezogen von einem Viererzug die Rokoko-Karossen mit dem König drin. Der König fährt vor, Schlag auf, Treppel runter. Der König steigt aus. Ich war da herin im Vestibül und hab nicht mehr verschwinden können und bin daher. Der König betritt sein Schloss. Groß, stattlich, schön, blass. Eine geisterhafte Erscheinung. Mit großen, dunklen, aber unheimlich leuchtenden Augen. Ein rätselhafter König. So habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Er hat sich das Vestibül angeschaut und dann den Ludwig XIV. Gegrüßt. Der war sein Vorbild. Dann hat er diese Säule umarmt. Er hat gedacht, er wäre allein. Ja, da war ja keine Stunde länger, hätte da herinbleiben dürfen, wenn der mich entdeckt hätte. Aber ich war schon sehr beeindruckt von dem königlichen Gefühl. Und ich war der einzige Zeuge. Gegen viele seiner Handlungen und Entschlüsse wurde immer Sturm gelaufen. Aber wenn die Rede auf seine Persönlichkeit kam, da waren sie sich alle einig. Ein Monarch, wie er vollendet, er nicht zu träumen war. Das Märchenbild von einem König. Ich wüsste keinen Vergleich in unseren Tagen, um das Glücksgefühl zu schildern, das ich empfand, als ich gehört habe, dass ich für diese hohe Persönlichkeit arbeiten dürfte. Wenn ich mir vorstelle, Küchenangestellter bei einem Staatspräsidenten, da zog eine gute Stellung. Aber ein magerer Vergleich zu dem Glanz und Schimmer dieser Krone, in ihrem Umkreis sich bewegen zu dürfen, das ist Glück.
Dieses Glücksgefühl hat mich natürlich nicht gehindert, mit Neugierde meine neue Umgebung zu studieren. Und das Hauptobjekt dieser Neugierde war natürlich der König. Damals habe ich ja noch geglaubt, man würde ihm so jeden Tag begegnen. Das Erste, was man mir beigebracht hat, war mein Verhalten der Majestät gegenüber bei einer eventuellen Begegnung. Der Meier hat mir das beigebracht. Erstes Gebot war, nähert sich seine Majestät, so hat man eine gebückte Haltung einzunehmen. So. Die Arme dann nach unten, Kopf nach unten, so. Und in dieser Stellung muss man warten, bis man angesprochen oder gewürdigt wurde. Gewürdigt war man, wenn der König überhaupt bemerkt hat, dass man da ist. Mich hat er, glaube ich, 5 oder 6 Mal gewürdigt. Natürlich war es ganz unmöglich, den König von sich aus anzusprechen oder auch anzublicken. Ja, das hätten wir uns ja sowieso nicht getraut. Später, als sich die Menschenscheu des Königs noch steigerte, hat er dann das chinesische Hofzeremoniell eingeführt. Das schreibt vor, dass man sich seiner Majestät nur kriechend auf allen Vieren nähern darf. Genauso kriechend hat man sich natürlich auch wieder zurückbewegen müssen, also wie ein Krebs. Ich hab's damals vermieden, seiner Majestät zu begegnen und bin halt von Türen und Fenster ferngeblieben, auch vom Vorplatz. Über das Essen hat sich der König sehr selten geäußert und es war deshalb nicht leicht, den Geschmack seiner Majestät zu treffen. Auch hat sich der Geschmack und der Appetit natürlich sehr nach der jeweiligen Laune gerichtet. Man hat ja immer Rücksicht nehmen müssen auf die schlechten Zähne der Majestät. Und deshalb hat man alles sehr weich und sehr flockig zubereitet. Nur in Suppen, da war die Auswahl ziemlich unbeschränkt. Braune Konsomme mit Einlagen aller Art, Reis, Fadennudel, Schinkenröllchen, Leberspätzle. Dann die sogenannte gebundene Suppe, Wildpüree-Suppe, die Creme à la Reine, Chicorée-Suppe, Ochsenschweif-Suppe, aber auch eine schöne Brotsuppe. Aber nicht so, wie es bei den Bauern gemacht wird. Nein, nein, die haben mir schon passiert mit Eigelb oder mit Rahm legiert oder mit einem verlorenen Ei serviert. Sehr oft hat der König einen Fisch bekommen, Forellensitzung, Filets in Weinsauce oder gebacken mit Kräuterbutter oder Sauce Remoulade. Und dann hat man meistens ein schönes Stück Rindfleisch folgen lassen, meistens war es ein Rostbiff, das man so einige Stunden gekocht hat, schön zusammengebunden und dann in 4 fingerdicken Scheiben serviert hat. Sehr gern hat er auch Klopse gegessen, fein haschierte Kalbskotelett mit Champignons und Kartoffelbrei oder feine Omelette gefüllt mit Spargelspitzen oder geräucherter Ochsenzunge. Und im Frühjahr, da hat seine Majestät ganz besonders Kiebitz- oder Möweneier geliebt. Die Kiebitzeier, die kocht man so 5 Minuten und serviert sie dann durchgeschnitten in der Schale mit frischer, feiner Butter. Der König hat ihnen dann nur das Gelbe, den Dotter, ausgestochen und das Weiße, das hat er liegen lassen. Trinker war der König kein großer. Hohe Herrschaften lieben mehr die Qualität als die Quantität der Weine. Aber wie gesagt, das Zahnleiden des Königs war uns von der Küche ja wohl am besten bekannt. Schon mit 25 Jahren konnte seine Majestät nichts mehr abbeißen. Und irgendwie war es beruhigend für mich, dass auch er Schmerzen erleiden musste, wie jeder von uns. Später, zu meiner Zeit, war der König dann fast ganz zahnlos. Er hat sich ja auch immer ein parfümiertes Spitzentaschentuch vor den Mund gehalten und die Leute von sich entfernt. Das größte Zimmer im Schloss, das Schlafzimmer des Königs. Das ist wieder eine Kopie nach dem Schlafzimmer von Ludwig XIV. Von Frankreich, den Sie hier verewigt sehen über der Türe hier auf diesem Bild. Beim Abendempfang, Couché und gegenüber dann beim sogenannten Levé, dem Morgenempfang.
Ludwig XIV. Hatte immer die Angewohnheit, dass er seinen gesamten Hofstaat um sein Bett versammelte. Am Morgen und am Abend. Sie können es ja hier sehr schön erkennen auf diesen beiden Bildern. Und links und rechts zu beiden Seiten vom Bett sehr wertvolle Goldapplikationsarbeit. Alles erhaben gestickt, also plastisch gearbeitet. Mit 22-karätigen Goldfaden. In jahrelanger Arbeit von der Münchner Firma Jörres geschaffen. Wurden zuerst Holzmodelle gemacht und dann über das Holz gestickt. Und dieser Lüster hier, das war einer der Höhepunkt im gesamten Schloss. Aus böhmischem Kristallglas gefertigt, Glas aus Gablons. Und in Wien dann verarbeitet von der Firma Lobmeier. Der hat ein Gewicht von einer halben Tonne, also 10 Zentner, und 108 Kerzen. Wurde in einmaliger Ausgabe angefertigt. Das Modell wurde anschließend vernichtet, um eine Nachahmung auszuschließen, damit es auch einmalig bleibt. Der König arbeitete nachts und schlief am Tag. Er hielt seine Ruhezeit genau ein. Sie betrug 9 Stunden und 40 Minuten. Der erste Diener musste den König einschließen und die Schlüssel mitnehmen. Am nächsten Tag musste er ins Zimmer kommen, die Vorhänge öffnen, Licht machen und eine Tasse Tee bringen. Dann erfolgte eine tiefe Verbeugung als Morgengruß. Der König steigt aus dem Bett, trinkt den Tee und geht ins Bad. Er hielt sehr viel auf Reinlichkeit. Während der Zeit hat eine Aufwärterin das Bett neu bezogen, täglich frisch, weiße Seide. Die Frau durfte, wenn der König nach einer halben Stunde aus dem Bad zurückkam, nicht mehr im Raum sein. Der König liebte keine weibliche Bedienung. Der Diener Rutz hat ihn mit 2 Frottiertüchern empfangen. Das Ankleiden war wie überall, nur musste man beim König sehr darauf achten, dass die beiden Enden der schwarzen Krawatte immer gleich lang war. Dann bekam die Majestät ein weißes, parfümiertes Spitzentuch und wenn alles in Ordnung war, nickte sie. Dann kam zuletzt der Hoffriseur Hoppe, ein sehr wichtiger Mann. Der musste seine Arbeit schweigend verrichten. Er hat nicht reden dürfen. Das ist für einen Friseur natürlich eine sehr, sehr schwere Sache. Dann ein stilles Morgengebet. Da wollte der König allein sein. Das Bad war zu seiner Zeit natürlich viel prächtiger. Es war genauso wie hier, alles mit blauem Samt ausgeschlagen. Nachdem die Toilette beendet war, kam das Frühstück. Es bestand aus Tee, Kaffee, Butter, Marmelade, Eier, Gebäck und Semmeln. Dann, das Frühstück dauerte meistens eine gute Stunde. Dann hat der König eine halbe Stunde Ausfahrt gemacht, dann eine halbe Stunde Spaziergang und dann hat er seine Zeitungsausschnitte gelesen. Diese kamen immer aus München. Eine ganze Zeitung haben wir eigentlich nie gehabt. Manchmal kamen Regierungsangelegenheiten heraus, 2-mal die Woche, die waren aber nicht sehr wesentlich. Die Zeit bis zur Mittagstafel, abends, 7.30 Uhr, verbrachte der König mit Lesen seiner Literatur, die zur Hälfte aus französischen Werken bestand. Während der Tafel wurde das Tischlein deck dich nicht eingesetzt. Es kam hinauf, bevor der König Platz genommen hat, und kam wieder herunter, nachdem seine Majestät gespeist hatte. Zwischen den Gängen hat man es nicht gemacht, weil da hätte er oben immer aufstehen müssen. Das Souper war einfacher, 8 bis 9 Gänge. Und es wurde auch vorgekocht, sodass ich als Küchenjunge es nur mehr auf den Réchauds da aufwärmen musste. Nach der Hauptmahlzeit hielt sich der König meistens in seinen Räumen auf, selten im Freien. Er zeichnete, skizzierte oder diktierte Schlossbauangelegenheiten.
Das Menü hat der König meistens aus der Speisenkarte erfahren. Die habe ich oft geschrieben in Französisch. Viele davon sind heute im Museum. Die links neben der Suppenangabe war der Name des diensthabenden Mundkochs. Das war der Platz seiner Majestät. Einmal war ich gerade dabei, hier das Tischlein deck dich für vier Herrschaften zu legen. Der Blumenstrauß, der war damals nicht da, der war hinten auf dem Kamin beim Essen. Als ich aus dem Gobelinzimmer durch den blauen Salon plötzlich die königlichen Schritte hörte. Der König ist auf den Tisch zu, hat die Speiskarte genommen, hat gelesen und hat gefragt, Filets à la Allemande, was ist das? Ich habe gesagt, Majestät, das ist das zarteste Stückchen vom Kalb direkt unter dem Rücken. So, dann wollte er weiter wissen, da habe ich das erste Mal seine Stimme gehört, da war ich noch nicht lang bei Hof, der hat so ein bisschen gepresst hat er gesprochen und aber sehr angenehmes Organ und reinstes Hochdeutsch. Dann wollte er wissen, und warum heißen die Allemande, diese Filets? Dann habe ich gesagt, Majestät, weil sie in der deutschen Landesfarben mit schwarzer Trüffel, weißem Speck und roter Zunge gespickt sind. Dann hat er genickt. Und dann plötzlich wollte er wissen, und gibt es diese Filets auch à la Bavière? Aber das musste ich verneinen, weil da hätte man ja bayerisch Blau dazu gebracht und Blau gibt es in Espar nicht. Dann hat sich der König wieder seinen Gästen zugewandt. Also diese Gäste waren ja nicht immer da, nur zu ganz besonderen Anlässen. Meistens waren es drei Damen vom französischen Hof, die Pompadour, dann die Du Barry. Ja, der König, der hat die schönsten Damen gehabt. Die andere hat Maintenon oder so ähnlich geheißen, aber die war nicht so oft da. Der König hat charmant mit den Damen geplaudert, hat ihn zugetrunken, zugelächelt. Es wurden ihnen auch Speisen aufgelegt, aber gegessen haben die Damen nichts, denn sie waren eingebildet. Also der König hat sie sich halt eingebildet. Ja, sie waren Produkte seiner Fantasie. Ist doch sehr praktisch. Damen einladen, die nichts reden können, weil sie nicht da sind. Sehr praktisch. Nachher zog man sich dann gelegentlich hier in den Spiegelsaal zurück. Zu diesen kleinen intimen Einladungen wurde auch oft das berühmte goldene Service benutzt mit den goldenen Tellern. In Herrn Chiemsee auch, aber da war ich weniger dabei. Als nach dem Tod Ludwigs diese goldenen Teller in Fürstenried beim Otto aufgetaucht sind und er sie gesehen hat, da hat er sofort gesagt, nun müsst ihr aber Majestät zu mir sagen. Der Otto hat sich in Fürstenried überhaupt niemand zum Essen eingeladen. Mehr war er so ein Blonder mit einem verwilderten Ziegenbart. Der König hat er eigentlich nicht ausgeschaut. Manchmal hat er noch Ansprachen und Reden gehalten an sein Volk. Im Park. Aber wir waren ja jetzt noch hier, in Linderhof. Und wir haben zu tun gehabt mit unserer Majestät. Die war gar nicht so einfach. Ha. Wenn der König da oben speisen wollte, da gab es immer Aufregung. Nicht nur, dass die Speisen im richtigen Moment vom Herd weg, teils fertig, teils halbfertig, gut eingepackt werden mussten und dann in große, flache Körbe verpackt werden mussten. Und dann wurden sie hinaufgeschafft. Da oben. 9 bis 12 Gänge. Das hätte ja keine Schwierigkeiten gehabt, wenn der Wunsch seiner Majestät nicht immer erst im letzten Moment bekannt gegeben worden wäre. Natürlich hatte sich auch das Diner und die Zusammenstellung nach der jeweiligen Örtlichkeit zu richten. Das Anrichten der Speisen auf den Kristallschalen und
Goldschüsseln. Das Dekorieren der Tafelaufsätze war natürlich hier oben besonders diffizil. In dieser Küche kein Licht feucht. Personaleingang ist sein. Ja, da macht sich ja niemand Gedanken. Aber eine Unmöglichkeit hat es für den König nicht gegeben. Hallo? Hallo? Ja, warum machst du den nicht auf, Frau Müller? Ja, hätten Sie halt leid. Die Befehle des Königs mussten ohne Widerspruch durchgeführt werden. Er hatte kein Verständnis für unsere Schwierigkeiten. Das ist ein dauernder Platzwechsel für die Diners. Die Primitivität der Jagdhütten mit den kleinen Öfen. Die dauernde Änderung der Essenszeiten. Die ständige Nachtarbeit, der Kerzenlicht. Für den König war die Küche eine unangenehme, aber notwendige Unterbrechung seiner geistigen Beschäftigung. Er lobte sie nicht und er tadelte sie nicht. An besonders hohen Feiertagen, an Weihnachten, an seinem Geburtstag oder Namenstag, da war der Kreis der Beschenkten immer ganz besonders groß. Alle haben was gekriegt. Alle. Nur mehr nicht. Nichts. Und der König verteilte seine Gaben mit großer Huld. Aber mir von der Küche nichts. Keine Bar Gratifikation oder Anerkennung oder Andenken. Trotzdem, wir liebten unseren König vom ersten Hofkoch bis zur letzten Putzfrau. Gern hätten wir ihm manchmal Sonderwünsche erfüllt. So Glüsteln, die nicht auf der Speisenkarte standen. Feine Hummermayonnaise, Kalbskopf en Tortue mit Trüffelscheiben, Champignons, gebackenen Fleurons, das sind diese kleinen Halbmunderl aus Blätterteig. Oder Schnepfenpastete, Omelette Surprise. Soufflé, nein, mit dem Omelette, da ist einmal was passiert. Und wer diese Diffizilität dieser Speise kennt, die ist nicht ganz pünktlich auf dem Tisch seiner Majestät gekommen. Und wie es dann endlich da war, da ist er aufgestanden und hat gesagt, ich mag nicht mehr. Nach dem Abservieren konnte ich manchmal ihn beobachten, wie er da unten am See sich in seiner goldenen Muschel hat herumrudern lassen. Das sah gespenstisch aus. Auf die Idee, dass er krank war, bin ich eigentlich damals nicht gekommen, aber es tauchten doch Befürchtungen auf, ob sich seine Fantasie noch an der Grenze des Normalen bewegte. Später bin ich oft gefragt worden, ob der König ein besonderer Feinschmecker war. Ja, wichtiger als die eigentliche Speisenzubereitung war eben die Inszenierung, der äußere Rahmen. Und so saß er dann ganz allein vor den Terra Alba-Sockeln, auf denen Langusten und Hummer dressiert waren, und um allegorische Figuren aus Tragant gruppierten sich bekannte Aspiks mit Gänseleberparfait und einem marmorierten Füllhörner. Nach dem Diner haben wir dann alles wieder hinuntergebracht. Und meistens lag dann schon das Graswandtal im Morgennebel. Wir haben noch andere Ausflugsorte gehabt, zum Beispiel
den maurischen Pavillon, in denen der König seine nächtlichen Tage verbracht hat. Jedes Ausflugsziel hat natürlich seine kleinen Besonderheiten gehabt, was Speisenfolge und Gedeck betraf. Dazu wurden umfangreiche Notizbücher geführt, die immer sehr sorgfältig studiert werden mussten. Hier im marokkanischen Pavillon gab es Pyramidenbowle und Veilchenbowle. Die Pyramidenbowle hatte Ananasgeschmack, dazu gab es Datteltörtchen. Die Veilchenbowle bestand aus eingeweichten Veilchenwurzeln in Sekt. Dazu wurden kleine Petit Fours gereicht, die zierlich mit kandierten Veilchenblüten belegt waren. In der Mitte Yggdrasil, die alles überragende riesige Weltesche aus natürlicher gewachsener Buche. Der Stamm so dick, dass ihn drei Germanen mit Mühe umfassen können. In der Hofoper extra angefertigt aus Papier, Holz und Pappardeckel. Im Stamm das Schwert Hundings, daher der Name Hundinghütte. Um die Weltesche, Bärenfelle, das nett und gemütlich für den König wird. An dieser Wand Bänke und schwere Eichentafel für den König. Hier die Keller für den Met und für Bärenschinken, Rentierschinken, auch für Heizung und sonstige Vorräte. Hier die offene Feuerstelle mit dem Metkessel, dahinter meine Küche. Die war ganz klein, weil große Diners hat mir hier nicht gegeben. Ah, das war die Esche, die eine Linde war. Zwei kleine Kabinette an dieser Wand. Eines für seine Majestät zum Ausruhen. Im anderen hat der Hoppe die Schwolleschäs so als Germanen umgezogen und eingekleidet. Das Ganze überdacht von einem massiven Eichendach mit Moos drauf und Steinen. Ein schweres Eichentor mit Aussicht auf den idyllischen See mit Schwan und einem Baum. Der See ganz ausgeschlagen mit Kupfer. Hier in der Hundinghütte waren im Jahr zwei große Feste, ein Dienerfest und dann ein großes Germanenfest mit dem König, so in der Sonnenwende. Wochenlang wurde das vorbereitet, der Stallmeister Hornig, der hat unter die Schwolleschäs solche Germanen rausgesucht. Die sind dann vom Hoppe und in der Oper von einem Tanzmeister ausgebildet worden, so Germanentänze und auch Gesänge haben sie gelernt, lebende Bilder, so aus der germanischen Sagenwelt da und nach den Bildern da in der Schwanstein oben im Sängersaal, der Hundinger schlägt den. Ja, ich hab die vergessen, die Leute. Ich habe in der Zeit hauptsächlich den Met gebraut. Der Met. Zum Met nehmen Sie 6 Teile Wasser, 1 Teil feinsten bayerischen Malthonig. Das Ganze kochen Sie auf mit Zimt, Muskatnuss, Muskatblüte und eine halbe Pomeranzenschale. Nach Erkalten füllen in eine Gärflasche und dann lagern im Gärkeller da unten. So ungefähr trinkfertig nach 5 Wochen. Für den König haben wir den Met natürlich verfeinert mit rumänischen Rosenblättern, aber die Germanen, die haben schon arg gemeldet. Also die Wirkung vom Met ist unheimlich nach 2 Stunden. Die sind raus und hinter Bam sind sie da. Ich war nie ein Germane. Schon wie ich zum König bin, da haben sie daheim gesagt, Buh, nicht auffallen, tu der Arbeit, nicht auffallen. Es waren doch keine Orgien, wie die Kolporteure dann nachher geschrieben haben. Manchmal ist der König auch dann allein zu stillen Stunden heraus. Einmal hat er den Huber und den Osterhahn mitgenommen. Das waren also besonders schöne Schwolleschäs. Die haben diese weißen Rehlederhosen angehabt, die man überhaupt nur feucht dort anziehen können. Die sind da trocken, ganz eng geworden. Da habe ich Mokka serviert. Und Hollerkirche, weil Holler ist ja auch was, Holunder ist ja auch was Germanisches.
Und den Schlagrahmen habe ich in ein silbernes Gefäß, das war wie ein kleiner Hirsch, getan. Und ein Puderzucker in eine kleine Eule, die hat oben am Kopf Löcher gehabt. Und dann ist der König hinaus, hat sie an der Hand genommen, die zwei, und ist mit ihr in den See gegangen. Das habe ich gesehen, ich war da hinten. Und ja, und dann, okay, das waren doch keine Orgien. Dann, wenn der Nebel gekommen ist, in der Früh, ist er hinter in die Klause des Gornemanns gegangen, in die Einsamkeit. Da hat er dann Buße getan. Wenn der König hier weilte, dann haben natürlich überall Blumen blühen müssen. Und wo nichts blüht hat, da hat der Hofgärtner Rasenstücke mit blühenden Blumen eben eingepflanzt. Im Frühjahr wollte der König auch eine Karfreitagswiese und da ist der Schnee dann weggekommen und es wurden aus dem Treibhaus einfach Frühlingsblumen eingepflanzt. Da haben die Hirsche gewartet drum. Aber die durften nichts fressen, da haben wir schon aufgepasst. Erst, wenn der König hinten war, in seiner Buße, da war es erlaubt, denn da herrschte der absolute Karfreitagsfriede. Herrschaft, nein, das Wetter war damals auch ganz anders. Ich kann mich nicht erinnern, dass einmal einer geringt hat, wenn wir da waren. Ja, wenn ein König auf den Berg steigt, da ist schon was los. Da braucht man 20 bis 30 kräftige Männer. Das waren die Leibträger, die anderen waren Eingeborene aus der Gegend. Für die war es eine große Ehre, wenn sie für den König haben tragen dürfen. Die Leibträger haben die feine Wäsche für den König getragen, dann die Bergkostüme, Toilettartikel, die Pläne für Schlösser, die noch gar nicht gebaut waren, und viel Literatur. Und die anderen, Tafelsilber, Geschirr, das befohlen war für besondere Gedenktage. Und türkische Gewänder für den Schachen oben, das hat man immer gebraucht. Da unten, die Alm, das ist die Wettersteinalm. Die war die Talstation, da sind die Träger beladen worden und der König ist da umgestiegen in sein zweirädriges Bergwagerl. In einem eigens konstruierten Bergwagen sind die schwereren Sachen transportiert worden. Das Bier, Küchengeschirr oder die Badewanne für den König. Das ist schon ein neuer Weg darauf. Wir sind den. Das ist der alte Weg. Der Zanders, der hat diese ganze Expedition geleitet, der hat unheimliche Angst gehabt. Die Küche folgte dann. Der diensthabende Mundkoch und meine Wenigkeit, getragen haben wir nichts, das haben die Träger besorgt. Der König ist ja erst später gekommen in einem Ponywagerl, hinten nach sein Liebling, der Ralf, den hat er aus dem Wagerl raus mit Zucker gefüttert. Ja, dem Ralf, dem haben wir oben am Schachen, haben wir dem ein großes Diner vor dem Schachen decken müssen, aber der war ja unheimlich wild, der hat ja einen ganzen Tisch umgeworfen. Ja, wenn Sie sich vorstellen, so ein Empfangsmenü, die Nähe für den König, nach der Suppe eine kleine Vorspeise, Pastetchen oder Muscheln gratiniert, dann gesottenes Ochsenfleisch, das hat seine Majestät ja sehr, sehr gern gegessen. Das haben wir zu jedem Diner gekocht mit Gemüsen, dann eine kleine Zwischenmahlzeit, Lammkotelettchen mit Kastanienpüree oder Hühnerfrikassee, dann was Herzhafteres, gebraten Wild oder Geflügel, je nach Jahreszeit. Dann was Kleines Bekanntes, Dukatennudeln mit Krebsbutter. Und als Nachtisch dann Apfelreimstrudel. Natürlich auch ein bisschen Eis und ein Mokka und ein kleines Dessert, was halt so dazugehört. Als Getränk Waldmeisterbowle, römischer Eisbunsch, Sorbet. Weil
Bier trinkt der König keins. Das haben wir ja nur für die Träger mitgenommen. Wir haben natürlich nicht nur für den König die Diners zubereitet, sondern haben auch fürs Personal und für die Träger gekocht. Die Leute haben dasselbe gekriegt, was daheim halt auch gegessen haben. Die Träger wurden sofort nach der Ankunft losgeschickt auf die Almen. Mulchheuen, Rahm, Butter. Die anderen das Wasser bringen für den König. Denn der König hat sich nach einem so beschwerlichen Aufstieg natürlich sofort heiß baden lassen. Einen Tag nach uns ist dann seine Majestät gekommen. In der Früh. Denn er hat ja bekanntlich nachts gearbeitet und gelebt. Folglich hat er auch nachts seine Reisen gemacht. Ich glaube ja, an dem ganzen Schachen hat er am meisten die Fahrt aufgekriegt. Das war eine wilde, romantische Sache. Da sind voraus Vorreiter, die haben Leute vertrieben, wenn wirklich welche in der Nacht auf dem Weg waren. Man hat ja angeblich den König nicht sehen dürfen. Und dann ist wieder ein Vorreiter gekommen mit Fackeln. Und dann dampfen die Ponys, die haben einen König gezogen. Hinten drauf der Meier, der hat sich ja angebunden, so Angst hat der gehabt. Und das war einfach aufregend, das hat ihm halt gefallen. Aber manchmal, wenn er huldvollerer Laune war, dann hat er schon erlaubt, dass jemand an seinen Wagen kommt, ein Kind oder ein Bauer, Holzarbeiter. Er hat dann gesprochen mit den Leuten, hat nach dem Namen gefragt oder wie viel Uhr es ist. Hat er einmal einen Holzfäller gefragt, der hat natürlich keine Uhr gehabt. Aber am nächsten Tag hat er von seiner Majestät eine silberne Uhr bekommen. Ah, so war er. Ja, darum ist der Mann auch heute noch so populär. Wir haben ihm dann droben am Schachen haben wir ihm als Überraschung ein Feuerwerk und eine Festillumination gemacht. Naja, das Schloss noch ein bisschen was ausschaut. Aber er ist so spät gekommen in der Früh, dass die Sonne schon aufgegangen war und dann hat er nicht mehr viel gesehen von der Illumination. Naja, gehört hat er die Raketen und das ist ja auch schön. Abwechslung hat es im Hochgebirge natürlich nicht so viel gegeben. Dichter war einmal da, der Felix Dahn. Kampf um Rom hat er geschrieben, damals sehr berühmt. Ja, heute steht es auch noch in vielen Bibliotheken. Und ein so ein junger Schauspieler, Keinz Josef, den hat der König damals in seinem Hoftheater entdeckt. Das Organ hat ihm sogar gefallen. Der hat also eine sehr schöne, laute Stimme gehabt. Und dann hat er darauf auf den Schachen eingeladen. Und da war er sehr enttäuscht von dieser Stimme, weil er gedacht, dass der also außerhalb der Bühne auch so unnatürlich redet. Dann hat er darauf und hat sich unterhalten mit ihm und hat ihm gesagt, ich höre nicht, ich höre nicht. Und ist aber weiter weggegangen. Dann hat der Keinz noch ein bisschen lauter gesprochen und aber er ist noch mehr weiter weggegangen und hat gesagt, ich höre nicht, ich höre nicht. Und dann hat er am Schluss den Spritzbrunner aufdrehen lassen. Da ist der kleine Moor gekommen, der Abu. Den haben wir seinerzeit vom Schah von Persien geschenkt gekriegt. Und jedenfalls ist dann da der König gestanden und da der Keinz. Und der Keinz hat geschrien. Wir haben uns gedacht, wunder, was los ist. Aber die haben sich nur über Mode unterhalten. Ja, der Keinz ist mit diesem Organ dann schon sehr berühmt worden als Schauspieler. Da hat es ja passt, nicht, im Hoftheater. Und hat auch Memoiren veröffentlicht. Also sehr intim war das nach dem Tod vom König. Ja, Schlosspark kann man hier kennen, aber den braucht man ja nicht bei der schönen Aussicht. Hier die Partnach, Partnach-Klamm, Schneefernerplateau, Alpspitze, Baxensteiner, die drei da dahinter. Dann hier Aussicht auf Partenkirchen. Linderhof sieht man nicht von da aus. Auf der Wiese waren viele Regierungsgeschäfte. Da hat der König seine Boten empfangen und einen Kabinettssekretär. Der hat ihm die Akten vorgelegt. Außenrum sind die Diener und die Träger gesessen, haben zugeschaut. Der König in der Mitte auf dem Stuhl, dahinter zwei Lakaien. Sein Lieblingsrappe, der Ralf. Der König hat so schottischen Reiseanzug angehabt mit so einem Mützerl auf. Und die Boten sind dann immer gleich wieder dann untergeschickt worden, weg. Die haben ja gar nichts zu essen gekriegt, manchmal ein bisschen was zu trinken. Hier die Schachenplatten mit dem berühmten Echo. Hallo!
Nein, heute geht's nicht. Ja, manchmal ist er schon auf dem Berg, als Bergsteiger da oder dann. Ganz zünftig ausgeschaut. Er hat ja immer echt ausgeschaut, ganz gleich, was er angehabt hat. Aber nicht zum Jagen, weil Jagen war verboten, das wollte er nicht. Und hier waren halt auch so Reisen, Träume. Da ist er meistens im Orient gereist. Da ist er dann gesessen im Kreis seiner Getreuen und seiner Männer. Das waren wir, weil andere waren ja gerade da. Und es hat aus den Räucherpfannen hat's geraucht und Räucherstäbchen. Wir sind als Türken da gesessen. Ja. Wir haben auch geraucht. Nagilev, ja, das haben wir damals schon gekannt. Der König, der hat nicht geraucht. Der hat gelesen, hat Pläne studiert. Er war ja schon wieder auf einer neuen Reise. Er wollte einen chinesischen Winterpalast am Plansee bauen. Aber da ist er nicht mehr dazugekommen. Am liebsten wäre es ihm halt gewesen, wenn er die schönsten Sachen von überall her, Gebäude und Pflanzen, Vögel, Reh, Pfauen, Paradiesvögel und das alles, wenn er das alles an einen Ort gebracht hätte. Ja, vielleicht auch Leute. Mein Paradies wollte er halt. Ja, das hätte man schon Bayern sein können. Das war das alte Schloss Hohenschwangau. Da hat er seine Jugend verbracht. War kein Paradies. Da haben wir das Kind völlig falsch erzogen. Nicht einmal genug zu essen haben sie ihm gegeben. Da muss ja ein Kind ins Fantasieren kommen. Ja, dann baut sie sich eben so Sachen. Wie dort diesen Wintergarten auf dem Dach der Residenz drum. Vorn, der See war ganz echt. Dann war der, der übertropft hat auf mein Bett drunter. Und hinten von dem Zelt weg, das war künstlich. Das war gemalt von der Hofoper. Ich glaube, das ist der Himalaya da hinten. Er hätte ja diese Reisen alle in echt machen können. Es war ja ein vermögender Mann, Bayern war ja reich damals. Aber darum ist es ihm nicht gegangen. Künstlich wollte er es haben. Einfach nur für seine Fantasie. Zweimal war er in Frankreich, in Paris. Aber er wollte ja nicht das Paris vom vorigen Jahrhundert. Nein, Paris vom Ludwig dem 14. Das wollte er. Oder Versailles. Solche Gesellschaften und solche Herrschaften da. Dann hat er es mit der Oper probiert. Die Germanen. Der Musik. Da hat ihm dann sehr der Richard Wagner geholfen. Den hat er ja früh kennengelernt. Der hat dann viel solche Germanen erfunden für ihn. Und diese Werke, diese Opern werden ja heute noch aufgeführt. Die Theater sind voll. Ist auch ein großes Verdienst von unserem König, dass er diese Werke schaffen hat lassen. Und ein Zeichen dafür, dass die viele Leute diese Sehnsüchte heute noch haben, ist ja, dass so viel in diese Opern hineingehen. Und gerade die jungen Leute, die verstehen einen König. Die haben ja dieselben Sehnsüchte. Hier kämpft Hunding gegen Wotan. Wotan mit einem Speer geschnitzt aus dieser Weltesche. Nach der Sage soll ja dieser Kampf heute noch fortdauern. Und das ist eine Operndekoration mit der Hundinghütte. Und nach dieser Hundinghütte ist unsere Hundinghütte gebaut. Der Siegmund sieht das Schwert Notung aus der Weltesche und die Sieglinde beschwört ihn wahrscheinlich, dass er es drin lassen soll. Da sind die Germanen immer gesessen. Hier der Platz des Königs mit Bärenfell. Da war ich, Metkessel. Das war die Tür zum See hinaus. Die Bäume, die waren nicht da bei uns. Das ist die Küche. Die ist nicht direkt drum, sondern herunten bei den Wirtschaftsgebäuden. Ah, die ist noch in Betrieb und war damals ganz genauso. Ich glaube, das ist der einzige Herd in alle Königsschlösser, der noch beheizt wird. Da war natürlich ein schöner kupferner Rauchabzug und überall Kupfergeschirr. Da, Buffet.
bestes Geschirr. Das war unsere Tafel. Da ist der Diensthabende gesessen. Da ich, da die Spielerin. Der Diensthabende, der hat meistens nichts mehr wegen, der hat vom Probieren. Hat er schon immer genug gehabt und ich hab meine. Ja, diese Speisenkarte hab ich geschrieben. Schachen, 24. August 1885. Dies war ein Tag vor dem Namenstag und vor dem Geburtstag vom König. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Gänge. Und am Schluss ein Bananeneis. Da haben wir alles drauf getragen. Apfel, Pfannkuchen. Also ich habe am liebsten einen Weidling Mulch. Das ist so eine Halbliterschüssel. Und ein Brot, ein Brot gehabt und ein bisschen Salz drüber. Das war ich von daheim gewohnt, das habe ich mir. Dann so nach 20 Jahren, da bin ich, wie ich schon Familie gehabt habe, da bin ich dann einmal rauf und habe denen alles gezeigt. Aber es war es nicht mehr. Ohne einen König, da war einfach der Zauber weg. Schöne Berg, Berg waren schön, das Wetter war schön, das Tal war schön, die Landschaft war schön, aber er war halt nicht mehr da. Der Zauber war halt weg. Hier war er uns ja ganz nah da herum. Da haben wir ihn ja ganz für uns gehabt damals. Aber in München hat man das halt nicht gern gesehen. Man hat Gründe gesucht und auch gefunden. In Neuschwanstein, im oberen Schlosshof, hat sich das tragische Schicksal unseres unglücklichen Königs dann erfüllt. Es hat vorher schon tagelang in Strömen geregnet und wir waren draußen in der Küche und haben gehört, wie Kutschen vorfahren. Dann sind wir rüber daher in die Spülküche, ans Fenster hin und haben gesehen, wie der Graf Hollenstein, auch ein treuer Freund unseres Königs, ausgestiegen ist aus der Kutschen und her ans Fenster und hat reingeschrien, ein Frühstück für die Herren. Da ist aber der Mundkoch Rottenhöfer hin ans Fenster und hat es zugemacht und hat gesagt, leck mich im Arsch. Hat er gesagt. Jedenfalls ist an demselben Tag die erste Kommission wieder abgefahren. Jawohl. Der Graf Dürkheim, der war ein treuer Freund des Königs. Er wurde wegen seiner Liebe und Treue nachher sogar vor ein Militärgericht gestellt. Er war der Adjutant. Das war sein Arbeitsraum. Da war ich einmal herin. Das war das Arbeitszimmer des Königs. Hier war ich nie. Ja, was ist denn das? Okay. Na, also. Gold und Sorgen. Ah, da war er wirklich ganz allein.
Und dass der König krank oder verrückt wäre, auf die Idee wären wir doch gar nicht gekommen. Das hätten wir auch nicht gewagt. Wir haben ihn auch viel zu sehr geliebt. Mein Gott, wir haben sein Wesen halt als eine Art Luxus genommen. Er war ja ein König. Direkte Regierungsakte haben wir hier sehr wenig gehabt. Eigentlich keine. Der Hoflakai Meier war gelegentlich in München und der Leibfriseur Hoppe, der war viel im Ausland, in Neapel und so weiter. Der Hoppe, der Leibfriseur, der war ein sehr wichtiger Mann, der wurde mit delikateren Sonderaufgaben betreut, so. Ja, meistens ist es um Geldsachen gegangen, so, der sehr viel kostet hier. Dieser Raum war als einziger für uns erlaubt, das Vorzimmer zum Speisezimmer. Da waren die Rechauffeurs gestanden, um die ersten Gänge und die Suppen warm zu halten. Und hier hat der erste Diener ja, seine Nächte verbracht. Ich auch manchmal. Das hat sich der Meier umbauen lassen, das war vorher Truhe. Und einmal hat der Rutz war es ja, der hat Dienst gehabt und hat gewartet, dass das Souper befohlen wird. Und dann plötzlich aus dem dunklen Speisezimmer ist der König rausgekommen und hat den kleinen Rutz geschüttelt. Der Rutz, der war nachher Bürgermeister in Oberammergau. Der ist alt worden, ja. Und hat ihn geschüttelt und hat geschrien, da drin, bei mir ist ein Mann, warum ist nicht abgeschlossen? Und der Rutz ist rei und wer war drin? Der riesige Osterholzer. Und ist gekniet und hat den König mit aufgehobenen Händen angefleht, er soll doch fliehen, er wäre verraten. Und der König hat natürlich die mittelalterlichsten Befehle gegeben. Der Schlossdiener, der hat alles aufschreiben müssen, Augen ausstechen und weiß Gott, was alles. Dann hätte noch ein Jägerbataillon vom Dürkheim aus Kempten kommen sollen. Aber es ist ja kein Mensch mehr gekommen. Ja, da ist er kniet. Der König war so aufgeregt, dass er nicht einmal mehr seinen eigenen Leibkutscher erkannte. Aha. Schlafzimmer. Hier fand der eigentliche Staatsakt statt. Die zweite Kommission mit dem Baron von Gutten kam. Es wurde ein großes Diner im alten Schloss befohlen. Es war ein Gelage dann. Man hat den König hierher gebracht, ins Schlafzimmer, und der Baron von Gutten hat ihm seine Entmündigung verlesen. Der König hat gesagt, wie können Sie mich für geisteskrank erklären? Sie haben mich doch gar nicht untersucht. Aber der Baron von Gutten hat gesagt, Majestät, wir haben genügend Beweise auch von der Dienerschaft. Von mir nicht. Nein. Sie haben mich doch 12 Jahre nicht gesehen. Wie können Sie mich für geisteskrank erklären? Sie zerstören ein Menschenleben. Schämen Sie sich. Und dann hat der König gesagt, gehen Sie, meine Herren. Warum gehen Sie nicht aus dem Zimmer? Ich möchte allein sein. Das ist doch zu unangenehm. Aber gegangen ist nur der von Gutten und der Assistenzarzt, der Müller. Und die Ehrenwerte, die sind geblieben. Und vor jedem Fenster, vor jeder Tür, vor jedem Loch ist einer gestanden und hat ihn angeschaut. Zu unangenehm. Dabei hat's der König doch nicht vertragen, dass ihm jemand in die Augen geschaut hat. Deswegen war ja das. Es war uns streng verboten, den König anzuschauen. Oberstes Gesetz war, der König darf
nicht angeblickt werden. Dieses strenge Zeremoniell hat es an keinem anderen Königshof gegeben. Wenn es wirklich einmal passiert ist, dass der König plötzlich gekommen ist und man nicht mehr wegschauen konnte, dann musste man um Verzeihung bitten. Das war ein vorgeschriebener Brief. Der Text hat gelautet: Eure Majestät, wagt der alleruntertänigste Diener, Punkt, da ist dann der Name hineingekommen, die Bitte um allergütigste Verzeihung zu des allerhöchsten Füßen zu legen. Wir haben natürlich diese Zettel auf Vorrat geschrieben, weil wir haben sie sehr oft gebraucht. Und den König angeschaut, also richtig gesehen, habe ich eigentlich erst am See, wie er tot war, da war er ganz nah. Und da haben wir es geschrieben. Hier waren die Zettel drin. Das war das Büro vom Rottenhöfer. Letzte Speisenkontrolle. Der Stabskontrolleur Zander. Das ist ein Kich, hä? Schon was anderes wie in Linderhof. Für einen Menschen, dem König. Da raus auf die Terrasse bin ich oft in der Nacht, wenn ich hab wach bleiben müssen, weil er nicht schlafen konnte. Da hat man dann um 3, 4 in der Früh gesehen, wie die Fix sich die Küchenabfälle holen. Ja, aber lang hat man Anfang Juni nicht bleiben können. Da war es noch ziemlich frisch da herum. Da ist man dann gern wieder rein in die warme Küche. An den Herd. Das war für Geflügel. Ja, dann hat man sich die Zeit verbracht mit Lesen, Kochbücher oder Fachliteratur. Ich habe auch diese Zeit mein Französisch aufgebessert. Das braucht man für die feine Küche. Und habe mir so meine Gedanken gemacht und auch Notizen. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Denn auch unsereins macht sich so seine Gedanken. Da und so sind wir heute in der Nacht gesessen. Er allein und ich allein. Dabei hätte man doch das schönste Leben gehabt. Aber der König ist auch immer unduldsamer und unleidlicher geworden. Es sind auch schon die wildesten Gerüchte gegangen. Also die letzten 3 Tage habe ich überhaupt nicht geschlafen. Da waren wir drüben im alten Schloss. Dann hat es geheißen, der König wünsche das Diner hier im neuen Schloss. Dann haben wir drüben aus Eibach, dann sind wir rüber. Dann, wenn wir herüben angekommen sind, ist der Zander gekommen und hat gesagt, der König wünsche das Diner in Linderhof. Dann haben wir hier wieder alles eingepackt, sind um 10 Uhr nachts bis zum nächsten Tag in der Früh nach Linderhof. Dann sind wir in Linderhof angekommen, da war schon ein Reiter da und hat gesagt, der König kommt überhaupt nicht nach Linderhof. Dann haben wir drüben wieder alles eingepackt und sind wieder her. Dann habe ich gedacht, jetzt kommen wir ins Bett. Dann war aber der Meier da. Der Meier hat dann gesagt, der König wünsche ein großes Diner. Ein großes. Oben im Sängersaal. Ja, dann haben wir angefangen.
Der Pfau ist ein Gericht für Könige. Schon die alten Römer bevorzugten diesen stolzen Vogel. Die bayerische Hofküche bezog ihre Pfauen aus den Züchtereien in der Nähe von Rom. Und König Ludwig aß gelegentlich von diesem Tier. Ein Pfau wird, nachdem er sorgfältig gerupft wurde, die Federn werden zur späteren Verwendung beiseite gelegt, innen und außen gereinigt, dann mit einer Fülle aus Trüffeln, Gänseleber und feinen Kräutern gefüllt. Kräuter nach Geschmack, man kann als Regel sagen, die Kräuter, die das Tier lebend frisst. Dieselbe Regel gilt übrigens auch für Wild. Nachdem nun, wie eben beschrieben, der Vogel gefüllt wird, wird er zugenäht und mehrere Tage an einen kühlen Ort aufgehängt, bis das ganze Fleisch von dem feinen Trüffelaroma durchdrungen ist. Jetzt gehen wir rauf. Und hier verlor der König seine Krone. Eigentlich hat er es ja in München schon verloren, weil er da abgesetzt worden ist. Und die direkte Absetzung war ja dann im Schlafzimmer. Jedenfalls hat sich der König den Schlüssel zum Turm beschafft und wollte da herauf und da hinein. Aber dann ist die Kommission von unten gekommen und der König ist rüber. Aber von drüben sind ihm die Wärter entgegengekommen. Dann wollte er wieder runter, aber von unten ist ihm die Kommission entgegengekommen und schon haben sie ihn gehabt. Dann hat er nur noch gesagt, ja, was wollen Sie denn, was soll denn das? Jedenfalls, wie er den Schlüssel zum Turm bekommen hat, das weiß ich nicht. Man sagt der Meier, aber der Meier, glaube ich nicht. Und eins weiß ich ganz genau, das Küchenmesser, das große, das er von uns verlangt hat am Vortag, das hat er nicht bekommen. Außerdem weiß ich gar nichts. Wir sind ja auch vereidigt worden, dass wir nichts wissen. Aber wenn wir nichts gewusst hätten, dann wären wir nicht vereidigt worden. Das ist ein Speisenaufzug. Am Tag der Verwendung wird der Pfau wieder entleert. Die Trüffeln werden mit einer feinen Farce vermengt und wieder in den Pfau zurückgegeben. Der wird ungefähr 1,5 Stunden schön lichtbraun gebraten, mit Speck umwickelt. Die Bratzeit ist wie ungefähr bei einer mittleren Gans. Schmecken tut ein Pfau wie ein Huhn. Also ich persönlich, ich habe mir nie was aus Pfauen gemacht. Zum Servieren dann kam der Pfau auf eine große silberne Platte, auf einem Brotsockel, wurde vorher tranchiert, fein, wieder zusammengesetzt und hinten mit Federn den ganzen Rad besteckt, um den Brotsockel rum, Hals, Kopf und einige schöne andere Federn. Der König war diese Zeit sehr schlechter Laune. Wir haben uns schon gar nicht mehr gewundert. Er hat es ja auch sehr schwer gehabt, die Tage. Na, und da ist ihm der Pfau natürlich gerade recht gekommen. Dann zum Diner in der Früh haben hier dann 12 Lakaien das Schaustück präsentiert. Aber die Brust war zu groß geschnitten. Der König hat ja nur die Brust gegessen. Na, der Meier, der war sehr hilfsbereit, wie immer. Und hat zu mir gesagt, Buh, geh runter zum Speisenaufzug. Er hat dem König einen Brief geschrieben, dass der Küchenjunge Hirneis Nasenbluten hat und dass er nicht kommen könne. Wahrscheinlich hat ihm dann der Meier selbst die Brust geschnitten. Der Lakai Meier war der Diener mit der schwarzen Maske. Immer, wenn er dem König unter die Augen getreten ist, dann hat er eine schwarze Larve aufsetzen müssen. Denn ganz plötzlich hat der König entschieden, ich mag sein Gesicht nicht mehr sehen. Dabei war der Meier die einzige Verbindung des Königs zur Außenwelt. Der war unentbehrlich. Der hat auch ganz normal ausgeschaut.
ganz normal ausgeschaut. Ein großer, stattlicher, schöner Mann. Ein Bayer. Schöne Haare. Er war ja von den Schwolleschäs. Er war ein treuer Diener seines Herrn. Wenn der König einmal plötzlich am Tag aufgewacht ist, weil er irgendwelche Beschwerden oder Wünsche gehabt hat, wer war da? Der Meier. Immer mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht. Oder wenn der König von einer Partie um 5 Uhr in der Früh heimgekommen ist, wer hat ihn an der Tür empfangen? Der Meier. Mit dem gleichen freundlichen Gesicht unter der Maske. Wie uns dann nach den tragischen Ereignissen der König verlassen hat, da ist der Meier aus dem Hofdienst ausgeschieden. Ja, man hat so allerhand gemunkelt, er wäre nach Amerika oder so. Naja, der hätte ja seine Erinnerung nicht. Der Meier. Hier im Thronsaal hat sich der König verabschiedet. Er hat hinaufgeschaut zu den Bildern der heiligen gesalbten Könige, hat gegrüßt. Gespeist wurde hier nie, auch nicht regiert, weil der Thron noch nicht fertig war. Ja, und dann ist der König auf den Balkon hinaus. Der Diener Alfons Weber hat später diese ergreifende Szene geschildert. Der König hat sein Haupt in die Hände gestützt und zum letzten Mal in seine bayerischen Berge hinausgeschaut. Da durch den Alpsee, da ist er oft geschwommen, der ist 4 Kilometer lang. Der König war ja ein sehr, sehr guter Schwimmer. Merkwürdig, dass er dann ertrunken ist. Merkwürdig. Wir in der Hofküche, wir haben diese Ereignisse natürlich nicht so verfolgen können. Unser Chef Rottenhöfer, der hat gesagt, für uns geht die Arbeit weiter. In der Nacht hat man ihn dann heimlich hier weggebracht mit einer Eskorte. Wir haben alles wieder eingepackt und sind dann auch nach Schloss Berg. Und alles Weitere ist ja bekannt. Die erste große Hoftafel war anlässlich der Beisetzungsfeierlichkeiten von Ludwig II. 140 Gäste, 12 Gänge, schöne Leiche. Unser neuer Herr war der Prinzregent Luitpold. Der war ein ganz passionierter Jäger. Im Sommer und im Herbst hat er auf die Jagdhütten verbracht, im Berchtesgadener Land und auf die Berghütten, mir immer dabei. Und im Winter Fasanen um München, Fasanerie, Mosach, Forstenried, da war ja der Otto. Der Otto war eigentlich der König, aber er hat es ja gar nicht mehr wahrgenommen. Im Dezember waren wir dann im Spessart auf die Wildsauen, da waren wir auch dabei. Da hatten wir sogar einen eigenen Metzger für die Blutwürst und für die Leberwürst. Weil die Blut- und Leberwürst von der Wildsau, die sind einfach besser, pikanter. Und der Prinzregent, der hat also ganz besonders gern die Wildsau gehabt. Und am allerliebsten einen Kopf, den hat er klassiert gekriegt nach Bernard Dupois. Ja, in Forstenried, beim Otto, da war ich auch kurz. Der Otto, der hat Erdbeeren, hat der mögen. Walderdbeeren. Natürlich wurde uns eins immer wieder bedrängt und gefragt von Redakteuren und von Journalisten, wie war es denn? Sie waren doch dabei, wie war es denn wirklich? Ja, die Gartenlaube hat in diesem Jahr noch einen großen Fortsetzungsbericht gebracht. Der Verfasser war natürlich 3 Sterne. Gerüchte. Es war ja die Sensation in Europa. Eines Tages ist dann der Baron von Malsen, der war Hofmarschall beim Otto, zu mir gekommen und hat gesagt, Bub,
willst du nicht ein bisschen weg nach Berlin? Ich habe gesagt, ja. Dann hat er mir eine sehr gute Empfehlung nach Berlin gegeben und ich bin nach Berlin. Als Bayer hatte ich da natürlich zu Anfang schon einige Schwierigkeiten, aber ich habe mich dann schon durchgesetzt. Ich avancierte sehr schnell zum kaiserlichen Hofkoch. In Berlin waren natürlich die Verhältnisse in ihren Dimensionen gewaltiger. 3 Küchen, 60 Mundköche, in München waren aber 6. Große Diplomaten- und Militärtafeln, das Schwarze Adlerordensfest mit 1500 Gedecken. Die letzten technischen Raffinessen, Dampftöpfe. Kurz um alles, was die moderne Hofküche so braucht. Zur Soße hat man da dann natürlich Tunke gesagt und Mayonnaise war Öl, Tunke. Zum Kompott dunstabst, naja. Ich habe da oben viel an meine bayerische Heimat gedacht, wo manche meiner Kollegen, die letzten Jahre in der Nähe unseres unglücklichen Königs erleben mussten, zu Ansehen und auch Vermögen gekommen sind. Der Stallmeister Hornig zum Beispiel, der hat sich in Kempten ein großes Hotel gekauft, Bahnhofshotel. Und der Welker, Hoflakai, hat sich in Stuttgart als recht reicher Mann niedergelassen. Der Prinzregent persönlich hat dem Hoffurier Hesselschwert das letzte Geleit gegeben. Und so zog es natürlich auch mich an den bayerischen Hof zurück. Mit allergnädigster Unterstützung kaufte ich mein erstes Delikatessgeschäft. Ich gründete meine bürgerliche Existenz. Weinhandlung und Feinkost, der Herrneis, ehemaliger Hofkoch. Natürlich wurde ich aufgrund meiner besonderen Verbindung sehr schnell Hoflieferant. Ich belieferte den bayerischen Adel und so auch die bessere bürgerliche Gesellschaft. Ja, und dann wurde aus dem einen Geschäft wurden 4. Wie es halt so geht, eins kommt zum anderen. Man war jemand. Die Ehrungen blieben nicht aus. Und als München meinen 60. Geburtstag feierte, da schrieb zum Beispiel die Bayerische Kolonialbahn- und Feinkostrundschau am 4. Oktober 1928 auf Seite 1. Unser hochverehrter erster Verbandsvorsitzender, Herr Theodor Herrneis, hat heute die Schwelle der 60er überschritten. In schlichter, ganz seiner Art entsprechender Form wollen auch wir dieses Tages gedenken. Als an den bayerischen Lebensmitteleinzelhandel der Ruf erging, eine machtvolle, einflussreiche Berufsorganisation zu schaffen, war er es, der sich aktiv mit Rat und Tat in den Dienst der Sache stellte, zu Nutzen und Frommen des bayerischen Mittelstandes. Die Stellung, die Herr Herrneis heute im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben bekleidet, verdankt er eigener Kraft und eigenem Können und seiner Gattin, die ihm hilfreich 30 Jahre lang als getreuer Eckehart zur Seite stand. Auch der Lebensmitteleinzelhändler Reichsverband schließt sich diesen schlichten Glücks- und Segenswünschen an. Möge ihm der Herr als schönsten Lohn für sein arbeitsreiches Leben die Wahrheit des Spruchs zuteil werden lassen. Schaust am Schlusse du zurück, seh dein Aug nur Segen und Glück. Theodor Herrneis starb 1953 im 84. Lebensjahr.